Hier ist Lihards aus dem 4 mit der Nachberichterstattung zum letzten Bundesliga-zweite Bundesligaspiel des Jahres, denn es ist heute das Rückspiel der Relegation Heidenheim gegen Bremen in Heidenheim. Das Hinspiel ging ja 0-0 aus und war tatsächlich nicht so torreich und ja, nee, natürlich nicht torreich und auch nicht chancenreich. Das Rückspiel hingegen war richtig Feuer und Flamme, denn Bremen ging schon nach 3 Minuten in Führung, aber nicht durch ein Tor, was Bremen geschossen hat, sondern durch ein Eigentor von Heidenheim von Teuerkauf, natürlich auch ziemlich bitter für den Heidenheim-Torwart, der echt ziemlich gut gespielt hat und dann ein Tor vom eigenen Mann kassiert. Kann man nicht viel machen, war halt unglücklich und die erste Halbzeit war tatsächlich auch nicht so besonders, es ist nicht so viel passiert, es waren nicht so viele Chancen. Im Gegensatz zur zweiten Halbzeit, denn da ging es richtig ab, schon direkt zu Anfang. Heidenheim hatte echt viele gute Chancen, Bremen hatte viele gute Chancen. Und es war tatsächlich ein sehr offenes Spiel. Beide Mannschaften hätten durchaus wirklich gewinnen können und das Spiel für sich entscheiden können. Dementsprechend auch, weil beide Mannschaften halt echt sehr zwingend waren. Beide gute Torchancen, aber halt wie gesagt, der Heidenheim-Torwart und auch Pavlenka von Bremen haben beide sehr, sehr gut gehalten. Parallel läuft hier noch das Spiel in den letzten Zügen. Es sind eigentlich nur 5 Minuten Nachspielzeit, aber es ist schon über 1 Minute oder über 1,5 Minuten drüber. Und es gab echt dicke Chancen. Und es gibt gerade noch einen Elfmeter, 90 plus 6 gibt es noch gerade einen Elfmeter für Bremen, für Heidenheim, Entschuldigung, 90 plus 6 Heidenheim, Vollelfmeter. Aber ganz kurz noch, 85. Minute, Bremen, nicht Bremen, Heidenheim schießt den Ausgleich. Es war ein Distanzschuss, der an die Latte geht, der war richtig krass und dann macht Kleindienst den Abstauber rein. Und in der 94. Minute macht Bremen das 2-1, ich glaube es war, wer war es noch, ich weiß es nicht, Bartels, genau, Bartels läuft durch. Und macht jetzt so ein typisches FIFA-Sweaty-Goal, legt den Ball rüber auf Augustinsson und der verwandelt den dann. Und jetzt gerade noch in der 90 plus 8. Minute gleicht Heidenheim noch aus. Tim Kleindienst macht das Ding per Elfmeter rein. Aber das Spiel ist jetzt auch tatsächlich zu Ende, nachdem über 2 Minuten länger nachgespielt wurde. Hat Werder Bremen den Klassenerhalt gepackt. Bremen bleibt in der ersten Bundesliga. Heidenheim bleibt in der zweiten Liga. Muss nächstes Jahr nochmal neu angreifen, da in Richtung erste Liga. Natürlich Glückwunsch an Bremen. Ich freue mich darauf, Agu in der Bundesliga zu sehen, hoffentlich, der jetzt ja ein neuer Bremer ist. Und das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst es noch oben da. Schreibt in die Kommentare, wem ihr es mehr gegönnt hättet, Bremen oder Heidenheim. Oder auch, was ihr davon haltet, dass Bremen jetzt weiterhin erstklassig ist. Das war's von mir. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao.